Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Stranded und na wunderbar. Ja, ich hoffe, meine Tastatur hält einigermaßen durch. Weil das macht sie scheinbar nicht immer. Moment. Also, ich betreibe die ja hier umweltfreundlich mit Akkus. Und, ups. Ja, genau. Haben die Eigenschaft, sehr gerne mal leer zu werden. Ich hoffe jetzt einfach mal, für die Aufnahme hältst du es durch. Gut, ich habe hier nur gerade das Weizen abgeerntet, was wir ja letztes Mal noch gefunden hatten. Und was wir jetzt einfach hier noch zu unserer Farm dazu pflanzen können. Dann sind wir wahrscheinlich noch schneller. Und ich nehme jetzt mit einer lauteren Einstellung auf. Irgendwie habe ich das Gefühl, man hört mich jetzt die ganze Zeit tippen. Oh. Hat Stranded die Lautstärke-Einstellung vergessen? Komisch. Nee. Okay. Ja, mir geht's jetzt nicht unbedingt besser als gestern. Deshalb werde ich heute wieder nur eine Viertelstunde aufnehmen. Aber eigentlich hatte ich vor, heute mal ausfallen zu lassen. Aber ich dachte mir, komm, jetzt machst du einfach mal. Moment. Ja, jetzt machst du einfach mal und im Moment geht's gerade noch so, aber ja. Es wird Nacht, wir sind noch nicht müde. Ich gehe trotzdem mal schlafen. Am besten in das Haus hier. Und dann besorgen wir uns Pflaumen. Ist das gebraten? Da hat gerade wer was gegessen. Nee, ist noch nicht. Alter! Jetzt kommen da so dämliche Heuschrecken. Das war so klar, dass jetzt noch irgendwas kommt. Mann. Boah, diese dämlichen Heuschrecken. Boah, Mann. Jetzt kommen hier so blöde Heuschrecken um die Ecke gescheißert. Die vor allem abhauen, wenn ich um den Zaun herumkomme. Juhu. Heuschrecke gefangen und dabei getötet. Sehr praktisch. Das hat geklappt. Wieder eine weniger. Der Drogenkurier will uns aber auch nicht helfen mit den Heuschrecken. Fantastisch. War's das jetzt? Da liegt noch eine Tote rum. Boah, jetzt sind die schon gedespawnt, die ganzen Getreidestöcke, in der Zeit, wo ich hier... Boah. Und es lief gerade so schön, dass so blöde Heuschrecken angestolpert. Ob die auch einen Spawnpunkt haben, den wir vernichten können? Vor allem, wieso kommen die gerade erst hier? Es sind doch schon viel mit Getreide unterwegs. Und das Getreide da hinten ist ja wohl schon eine ganze Weile. So, jetzt haben die Heuschrecken mich aber ziemlich vom eigentlichen Thema abgelenkt. Egal, dann brate ich das Fleisch gerade noch nicht. Gut. Mein Kopf fängt gerade wieder zu pochen an. Gut, jetzt so, geht. Weiter! Hauptsache, es kommen keine Heuschrecken mehr und ich kümmere mich mal um Pflaumen, nicht? Bananen, Vögel im Baum.
Ich wette, wenn wir zurückkommen, ist alles abgeerntet von Heuschrecken. Das wäre so typisch. Gut. Wo waren die Pflaumen? Wo waren die Pflaumen? Wo waren die Pflaumen? Und ich habe irgendwie keine Lust auf Heuschrecken. Weil die das Heu erschrecken. So, hier laufen Krabben rum. Kein Pflaumenbaum. Auch kein Pflaumenbaum. Mann, wo war denn der? Hätte ich halt damals was runtergepflückt, wie ich ihn gesehen habe. Hilfe. So eine kleine Insel ist doch größer, als man denkt. Ein Kiwi. Zwei Kiwi. Und ein Drogenkurier. Hüpf. So. Da ist ein Affe. Affe. Meine Tastatur hält erstaunlich lange durch. Dafür, dass ich vorhin noch nicht mal ordentlich eine Nachricht tippen konnte. Aber soll ja jetzt mal egal sein. Wo sind denn Pflaumen? Das sind Kokosnüsse. Wir hatten sie schon mal gesehen, die Pflaumen. Was sind das für Teile? Ach, das sind einfach nur so. Und da hinten sind fleischfressende Pflanzen, heißen die, genau. So. Vielleicht merkt man, dass mir gerade nicht alles so schnell einfällt, Begriffe und sowas, wie normal. Wobei, normal fällt mir ja auch nie was ein. Wo war denn dieser Pflaumenbaum? Den haben wir doch ganz deutlich gesehen. Wenn das wer weiß, wo der ist, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich werde mir wohl meine Let's Plays nicht nochmal anschauen, um den zu finden. Wenn, dann machen wir einfach so weiter. Gut, keine Heuschrecken. Sprich, wahrscheinlich immer, wenn wir schlafen. Immer wenn wir schlafen, kommen wahrscheinlich dann Heuschrecken jetzt. Auch mal was Schönes. Gut, ich fange nur mal gerade zwischendurch ein paar Schmetterlinge, um unser Inventar etwas zu erleichtern. Kann man da eigentlich was rausholen? Ach nee, danke. So, wieso kann man eigentlich nicht so mit lebenden Heuschrecken so, was weiß ich, die Pfeile lassen sich leider nicht aufheben. Nee, mit so lebenden Heuschrecken. Ach komm, ne, ja, was weiß ich, Affen füttern oder sowas. Das mögen die doch bestimmt. Und klapp, klapp, klapp. Sind zwar nur Holzpfeile, aber immerhin etwas. Gut. Kann man diese Spinnen hier eigentlich fangen? Nein, man tötet sie dabei. Gut. Dann haben wir ja schon viele Schmetterlingsteile in unserem Inventar jetzt. Oder Insektenteile heißen sie, glaube ich. Nicht Schmetterlingsteile. Fantastisch. Nur um irgendwas jetzt zu tun, fange ich mal ein bisschen Spinnen, schaue mich ein bisschen um. Vielleicht laufen wir ja zufällig am Pflaumenbaum vorbei. Vielleicht essen wir auch zufällig mal was. So ein Fisch macht ganz schön satt. Nee, Affen kann man bestimmt nicht fangen. So, Bären kann man auch immer gebrauchen. Wir gehen jetzt einfach mal auf Nahrungssammlung und warten, bis unser Getreide fertig ist. Ja, und noch eine Ladung.
Und noch ein paar Beeren. Ach ja. Ich als alter Sammler hier. Gut, können wir eigentlich wahr. Und wir bereiten uns mal gleich darauf vor, dass morgen Heuschrecken kommen. Ich vermute mal, die kommen jetzt jeden Tag. Tschung. Wo seid ihr, Heuschrecken? Ich weiß genau, dass ihr da seid. Ah, doch keine. Ist das fertig? Nein. Ist noch nicht fertig. Ja. Aber wo ist dieser Pflaumenbaum? Oh, wie viele F? Ich glaube, ich bringe die jetzt alle mal um oder verscheucht. Es hängt da schon wieder der nächste. Also in Fällen scheitert es zumindest mal nicht. Und hau, 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 hau. Klapp, klapp, klapp. Ah, jetzt sind wir voll. Gut, ich sehe gerade, wir haben ja gerade die zwei geerntet. Der können wir gleich wieder pflanzen. Und ein Getreide pflanzen. Nee. Boah, nächstes Getreide pflanzen. Das Spiel mag mich nicht. Und den Affen da unten, der da ungefähr schon seit 100 Folgen rumwackt. Meine Tastatur ist gerade ziemlich komisch. Den können wir uns doch gleich auch mal mitnehmen. Ich habe nicht mehr Platz. Nicht genug Platz. Das kann ich nicht mehr tragen. Bom, bom. Kein Platz. Nicht genug Platz. Kein Platz mehr. Richtig Ballerspiel hier. Gut. Mein Handy ist mal wieder nicht auf lautlos. Wie sich das halt gehört. Ach komm, vergiss es. Ich habe immer noch nicht geschaut, wie die Folge, wie die Umfrage ausging. Ich habe aber irgendwie auch gerade keine Lust dazu, da wieder ewig zu warten, bis mein Handy das mal geladen hat. Und noch ein Affe. Oh, zwei Affen gleich. So, wir haben ja keinen Platz, stimmt. Was können wir denn rausschmeißen? Schmetterlingsteile. Schwerste überhaupt. So, was haben wir noch? Wir haben so viel Essen. 60 Gramm. Doch einen Speer würde ich gern behalten. Netz und Gegner. Seestern. Fälle sind ziemlich schwer. Es war sehr intelligent, die hier abzulegen. Gut. Und der nächste. Ja, also nahrungstechnisch haben wir ja aktuell echt kein Problem, obwohl wir das ganze Getreide nicht für uns nehmen. Ach so, ich glaube, ich hau gerade den Toten, kann das sein? Ja, aus einem Affen kann nämlich unendlich viel Blut rauskommen, weil das ein toter Affe immer ganz schnell nachproduziert, meine lieben Biologen. Habt ihr wieder was dazugelernt? Und ich habe gerade dazugelernt, dass ich wieder ein paar Fische mampfen sollte. Und danach was trinken auf den Fisch. So ein Weißwein oder sowas. Gut, und danach mal wieder eine Runde schlafen. Weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was wir tun sollen. Aufs Netz wechseln, sicherheitshalber. Mann, es pisst. Und donnert. Na, ganz toll. Gut, aber sind die jetzt wenigstens... Was lief denn da gerade durch? Sind wir jetzt wenigstens sicher? Sicher. Nein, immer noch nicht fertig. E5. E10.
Und weiter geht's. So, der tote Affe ist despawned. Deshalb kann ich mir jetzt 10 Grad noch holen. Gut, wir haben keinen Platz mehr, aber ich kann ja gerade mal alles durchbraten. So, Fleisch und Fische. Ja, und das Gedonner geht auf die Nerven. Oh. Oh. Die Folge ist um, Leute. Bis zum nächsten Mal, nicht? Tschüss.